So, da gibt es nochmal eine Aufnahme, ganz späte Nacht, wir haben aktuell 1.12 Uhr, ich habe noch nicht mal geduscht. Auf jeden Fall, ich will noch den Schmuck upgraden, ich brauche noch ein bisschen Gearscore und so weiter, ich glaube, ich sehe da ja. Und genau, das ist aktuell unser Plan. Habe ich noch irgendwas? Habe ich hier irgendwas? Keine A-Protect, oder? Ich glaube nicht. Genau, ich bereite übrigens gerade einen Ela vor, ich weiß übrigens jetzt auch nicht genau, ob ich den jetzt hier offscreen oder onscreen level. Ich glaube, bis das Video kommt, habe ich den eh schon hochgezogen, entweder mit oder ohne Aufnahme. Mal schauen. So, würde ich sagen, wir geben jetzt erstmal so 390 Millionen aus ungefähr. Ah ja. So. 218 kann ich kaufen. Wie viel kosten die pro Stück? 1,785 Millionen. Das ist ziemlich billig. Das ist richtig billig. 82 Stück. Ist nicht so viel, aber geht ja. Grinsekatze. Ich bekomme übrigens auch bald eine Katze. Also eine kleine. Am Freitag. Verdammt, ihr schaut das Video. Also mit Antworten am 29. September. Da kriege ich eine kleine Katze. Sag, man habe jetzt eins entzündet. Wo levelt man am besten Waffenlevel? Dragon Island beziehungsweise Waffen. Sorry, warte mal. Ulti Waffen Res. Okay, Schmuck. Was habe ich aktuell? 14, 14, 15, 14. Okay. Ah, die Gore müsste ich auch noch upgraden. Aber das ist halt immer so ein Trauerspiel. Ich will dafür nicht kein Geld ausgeben. Ich mache jetzt mal bloß 15 erstmal. Ich meine, ich muss da eh höher. Also bloß 16 könnten wir auch. Können wir umstellen? Ne, können wir nicht. Okay. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr genau, was die Chance war auf plus 15. Und wie bekomme ich aus den CF nicht recycelte Waffen? Ja, let's go. Und plus 16 noch. Ja, lol, Alter. Wisst ihr, man muss einfach nur schreiben nebenbei. Dann ist das Spiel so, nee, du darfst nicht schreiben. Das werde ich verhindern. Wie sieht es aktuell aus? Wind plus 12. Ja, ich muss jetzt alles tun, um auf 5,4k Weapon Level zu kommen. Also Weapon Gear Score. Whatever. Oh Gott, was ist gerade passiert? Ernsthaft? Ich werd aus dem Chat geschmissen, wenn ich... Oh, come on. Warum ist dieses Spiel so zu mir? Hm, das ist doch echt eine Shitshow. Recycle... Oh Gott, recycelst. Ey, was ist das denn? Ich bin nicht mal pissed, dass es mal funktioniert, aber ich will hier gerade schreiben. Alter, sag mal... Ich will gerade nur schreiben. Junge. Gibt's ja nicht. Was habe ich gerade geschrieben? Mann, ey. Wie geht's das auf Gas? Wer hat die Haus? Bla 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 bla. Ja, was ist eine gute Angabe hier? 100 Meter oder so. Okay. So, jetzt, nein. Oh. Ey, dieses Spiel. Man wird die ganze Zeit aus irgendwelchen Fenstern geschmissen. Das ist so nervig. So, warum kann ich mich überhaupt bewegen, wenn ich im Upgraden bin? Warum schließt dieses Fenster? Nice, sehr gut. Schauen wir erstmal kurz, wie viel das wir schon haben. 5300 schon? Das geht ja wirklich super aktuell. Ach, ich habe nicht mal auf Weapon Attack, auf Attack und so weiter geschaut. 12,9k. Also ich weiß, ich hatte mal 16, irgendwas oder so. Aber. Habe ich noch irgendwas an? Nee, aktuell nichts mehr. 17. Warte mal, 17,6k ohne alles? Es laufen wieder irgendwelche Buffs und so. Ja, das ist halt kacke.
Kann ich jetzt nicht beurteilen, weiß ich jetzt nicht. Es läuft immer zu viel, als dass man das hier irgendwie beurteilen könnte. So, plus 17 wäre quasi der nächste Schritt. Ich überlege aber gerade, ob ich jetzt hier noch auf Kritschern 3%. Wann geht es auf, also 5% ist glaube ich Maximum. Okay, das lasse ich erstmal auf plus 16. Ja, sehr gut. 17k Attack aktuell. Und jetzt werde ich erstmal einen anderen Schmuck hier upen. Achso, die Gore. Ah, fuck. Es ist halt so eine Verschwendung einfach. Was bringt das aktuell? Okay, gut, der Magieabwehr ist schön. HP ist auch okay. Gearskill ist das Einzige, was ich eigentlich will. Andererseits, wisst ihr was? Hab ich gerade was bekommen? Hab ich Apotec bekommen? Ich glaube ein paar, oder? Ich würde trotzdem erstmal hier das andere upgraden, weil es macht einfach mehr Sinn. Es macht in jeder Hinsicht mehr Sinn. Und lieber gebe ich ein bisschen mehr aus und bekomme dann auch mehr Schaden und so, als dass ich jetzt irgendwie HP oder so level. Das bringt mir nichts, also effektiv. Ah. 24 STR ist übrigens schon ziemlich, ziemlich nett. Ja, das Ding ist, ich könnte schon locker 150 durchziehen. Ach, plus 17, sehr geil. 3 STR mehr oder so. Oh ja, jetzt skaliert schon langsam. 629 STR. Ja. Geht gut. Achso, Gearscore 5340. Ja, also ich versuche jetzt halt mal so langsam wartet. Man muss einfach nur irgendwas anderes nebenbei machen, dann funktioniert das Ganze einfach. Dann klappt das, dann kriegt man seine Upgrades und so weiter. Das Spiel will dann halt einfach echt natzen. Das ist... Ich weiß es nicht. So, Dungeons. Tun einfach so, was wir gerade beschäftigt. 5400 und ich will halt diese Einhandaxt. Ich meine 70, 70, 20. Die bringt aktuell 40, 40, 10. Das heißt, 30 mehr STR, 30 mehr Crit-Schaden und 10% mehr Attack. Und jetzt reden wir mal gar nicht hier über die Waffen-Attack. Und hier mal 584, also sagen wir 600 ungefähr. Und die hat 675. Meine ist übrigens plus 6. Just saying. Und wenn man Glück hat und so eine Shiny... Also ich denke mir, die Shiny-Axt kann man droppen wahrscheinlich. Die wäre sogar nochmal 5% besser. Also 25% Angriffskraft, das ist wirklich komplett krank. Und oh, schon geklappt, nice. Sehr, 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 sehr gut, gefällt mir. Moons, zack, zack. Es geht einfach direkt auf plus 17, das gibt's doch nicht. Ja gut, so kann man arbeiten, auf alle Fälle. Der Behemoth Slayer ist natürlich auch komplett geisteskrank, der bringt... ist der Templar. Hier, das Schwert ist... Aber das Schwert ist dann auch komplett geisteskrank. 30% Attack. Das müssen wir wirklich mal vorstellen. 30% Attack. Und, ich meine, was hat die BH-Axt mal gesagt? Die hat Crit-Schaden, Angriffskraft. Gut, okay, ich meine, wir verlieren halt 70 SCR. Dafür kriegen wir 10% Angriffskraft. Wobei, wir verlieren natürlich auch 20% Crit-Schaden. Boah, ich weiß nicht, ist das Ding besser? Ich meine, 10% Attack für 20% Crit-Schaden. Das ist eigentlich trotzdem ein Deal, würde ich sagen. Absolut. Wenn man sogar dann auf das Ding hier noch geht, auf die, auf das, wo haben wir so ein Shiny Behemoth One-Hand-Sword, dann ist es halt einfach noch krasser. Und schon weiter man wirklich 15 für 25 oder so. Nee,
Nee, warte mal. 15. Nee. Es bleibt gleich. Das Verhältnis bleibt gleich. Und ich brauche Premium Battle Pass für Instant der M und BP Buffs auf einem Buff Pad. Oh Gott, wie war das denn? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin immer so nett. Oh, warum ist hier Geld? Warum liegt hier Geld? Ach, nimm mal mit. Okay, bevor ihr gleich kommt ins Bettfall. Also ich würde sagen, wir ballern auf alle Fälle noch ein paar Tries hier auf die Suit drauf. Vielleicht noch ein paar Tries, um einfach ein bisschen mehr Elementbonus hier drauf zu kriegen. 68, und ich muss sagen, kaufen wir noch 65 ein. Oder? Oh, ich bin immer so unsicher. Ich meine, ich will mir gerne so sinnvoll wie möglich anlegen. Ich glaube, so sinnvoll wie möglich ist halt eher sowas hier. Ja, ich glaube, das machen wir eher. Okay. Ich dachte mir mal so früher so, ja, keine Ahnung, nachts, so schlimm ist man, also so müde kann man ja nicht sein und so und muss sich ein bisschen konzentrieren und so, dann geht das schon, aber ich merke, also entweder werde ich wirklich alt, ihr könnt in meine Kommentare schreiben, wie es euch genauso geht, oder ich habe das einfach bisher so vollkommen unterschätzt irgendwie, was es einfach ausmacht, wenn man halt einfach müde ist. Aber momentan merke ich halt echt so, okay, so ab 1 Uhr oder so wird es halt, da bin ich nicht mehr zu gebrauchen. Ich meine, damals habe ich jeden Tag um 2 Uhr nachts aufgenommen oder so. So komplett krank irgendwie. Und jetzt denke ich mir so, oh, 0 Uhr, vielleicht sogar schon 1 Uhr. Oh, viel zu spät. Plus 18, nice. 4% Crit-Schaden. Wow. Woher kam gerade der ganze Attack? Lol. Das waren 370 Attack? Das ist ja komplett krank. Das ist ja mega nice. Das ist richtig nice. Alter, gleich kriegen wir nochmal 4 STR mehr, wenn es klappt. 4 STR. Ach ja, genau, ich wollte noch schauen, wann es eigentlich den nächsten Schmuck gibt. Wahrscheinlich so, ja, gleich hier um die Ecke quasi. Lucky Donate Treasure. Oh, geil. Das Cave. 60 KP. Lol. Drop XP Scrolls und Power-Ups? XP-Scrolls? Sehe ich jetzt hier gerade nicht, aber okay. Island, bla bla. Upgrade your CS-Sets. Genau, ja, das Ding da. Ja. Ja, da gibt es irgendwie super viele Dungeons für das gleiche. Irgendwie 4 Dungeons für eine Sache, das weiß ich nicht so recht. Bin ich jetzt nicht so krass ein Fan davon. Weiß auch nicht, was das hier bringt. Oder was, wie das funktioniert. Okay. Also Gefühl gibt es so viele Dungeons, die halt irgendwie keinen Nutzen haben. Okay, jetzt geht es mit dem Pech leider ein bisschen los, aber ist auch okay. Ah, nicht mehr lang. Nicht mehr lang. Okay. Okay, so. 56 Tries geben wir dem Ganzen noch. Aber ich meine, ihr werdet dann wahrscheinlich bald sehen, wie einfach auch unser Schaden und so weiter steigt. Das wird, glaube ich, schon auch ziemlich, ziemlich geil werden. Ja, das war klar. So, Schmuck, zack, zack, zack. Wie gesagt, wir könnten jetzt auch noch unser Ding upgraden, unsere Goa. Aber bin ich jetzt gerade nicht so ein Fan von. Genau, dieser Ringe hier. Hammer. Dragon Rank 25. Okay, das dauert schon, glaube ich, noch einige Zeit. 6000 Gear Score, 700 KHP. Was ist passiert? Hä? Was ist passiert? Press Start? Hä? Das Upgrade hat nicht funktioniert? The fuck? Okay, auf jeden Fall 700 KHP. Das wird, glaube ich, schwierig. Und was bringt dieses Ding hier? Tank Scary Ring. Komischer Name. PvE-Schaden, 7%. Achso, ne.
Kann ich alles an. 7% Karten und A-Karten ist ziemlich nice. Also Gritschaden wird, glaube ich, auf alle Fälle mehr. Ich glaube, die 10%, 3% mehr HP und 10% mehr PvE-Schaden oder so. Ja, gut. Ja, die Frage... Oh, warte mal, Dex. STR, hier. Oh. Kritrate. Wobei, Kritrate... Macht das so viel Unterschied? Strange. Das Strange Set ist das. Sieht sagt schon nicht so aus. Was haben wir aktuell? 15 HP, 10 CD und 10 Attack. Wir haben also 1% mehr HP. 2% mehr Attack. Und 10% mehr Crit-Schaden. Ist es das wert? Ist es das wirklich wert zu farmen? Also klar, es ist halt... Alles, was er mehr bringt, ist geil, aber... Hier. Ist es geerbt? Ach, nee, schade. Ich würde gerne wissen, ob das dann auch andersweitig höher skaliert, ob man halt irgendwie mehr Stats oder so kriegt. Auf CW zum Beispiel bringen solche Ringe halt dann teilweise... Naja, mehr auf alle Fälle, halt irgendwie, ich glaube bis zu 60 Punkte oder so. Ist nichts geerbt. 15 Imperium pro Stück, holy shit. Nee. Okay. Ja, ist halt so eine schwierige Sache irgendwie. Ich kaufe auf alle Fälle mal noch, wie viel könnt ihr kaufen? 48, kaufe mal 20 davon. Den Rest hier in... A-Protect. Jetzt habe ich halt einfach meine Gore noch. Scheiß drauf, das ist halt... Beziehungsweise, nee, warte mal, wir gehen erst auf die Suit. So, Element, zack, zack, zack. Plus 15 wäre cool, by the way. Wird aber nicht passieren wahrscheinlich. Und ja, ich habe schon 7% Karten reingehauen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das aufgenommen habe. Plus 12 bisher noch immer. Nice. Toll. Das sieht ja toll aus. Fällt es halt komplett jetzt oder was? Na toll. Schmuck-Upgrade, so. Also ja, ich würde natürlich heute noch liebend gerne irgendwie Behemoth farmen oder so, einfach zum ersten. Ist halt echt eine Shitshow, oder? Habe ich jetzt meinen Magierscore? Immer noch nicht. Mein Gott. Aber ich bin schon so müde und ich muss dann noch duschen und so. Wir haben jetzt 2.31 Uhr. 1.31 Uhr. Ich bin jetzt schon komplett fertig. Muss ich jetzt einfach morgen machen dann. Plus 16, nice. 5.401. Perfekt. Plus 18, plus 17, plus 17. Den will ich noch ganz kurz ein bisschen uppen. 15 Tries, vielleicht wird es noch was. Wir könnten übrigens auch sagen, dass wir einen auf plus 20, plus 19 uppen und damit Self-Upgrade auf plus 20 hoch. Könnte man machen. LOL! Es passiert wirklich immer, wenn ich irgendwas anderes mache. Das gibt es doch nicht. Kann kein Zufall sein, oder? Upgrading, General Upgrade. Accessory Upgrade. 1085. Ach, hier gibt es sogar Premium, lol. Ach, wahrscheinlich Fails, oder? Mhm. Genau, Failed Upgrades. Failed Accessory Upgrades. Oh, geil, kriegen wir das nächste. Muss ich verwachten, wenn wir bestimmt das so meinen Schaden machen. Oh Gott. Okay, ich würde sagen, das sieht doch relativ gut aus. 17,42 K-Attack. 17.427 Attack. Also wir haben jetzt... Boah, ich weiß es gar nicht. Also allein Crit-Schaden ist, glaube ich, entweder 2% oder 4% mehr. Ich glaube 4% haben wir mehr.
Und vom Schaden her sind wir jetzt auf alle Fälle. Boah, ich weiß es nicht. Also von der Attack-Karte her, glaube ich, sagen so 600 bis 800 Attack mehr ungefähr. Ja, das ist jetzt schon echt ein ziemlicher Game Changer. Genau, haben wir sonst noch irgendwas, was ich hier zeigen kann? Damage Dealt 1,6 Billionen. Also, Milliarden? Nee, never, oder? Nee, ich glaube, es sind schon echte Billionen. Müssen echte Billionen sein, ja. Haben wir schon alles abgeschlossen? Nee, noch nicht ganz. Ich glaube, 19 Billionen. Das heißt so komisch. Warte mal ganz kurz, was haben wir hier unter Uncompleted? Hä? Haben wir alles? Nee, niemals. Das haben wir definitiv nicht. Das haben wir auch nicht. Ich glaube, das ist das Letzte, was wir haben. Das nächste sind 80 Billionen. Oh, das sind krasse Tränke, die man kriegt. Okay, ich würde sagen, ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen. Und in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.